So, meine lieben Knechen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen Popöchen. Ja, leider war das die letzte Folge erst letzte Woche Samstag und liegt viel daran, dass ich eben halt auch echt gerade so ein mega kreatives Tief habe einfach und ich komme einfach nicht mehr aus dem Knick. Das liegt an dieser Corona-Scheiße, gehe ich mal davon aus, depressiv geworden bin oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es ja so, ich gehöre zu diesen Leuten, die jetzt mittlerweile auch schon seit 5 Wochen zu Hause sitzen und nicht zur Arbeit können und ja, dann irgendwann denkst du auch so, oh, nee, kann gerne jetzt vorbei sein, ne? Gut, nützt alles nichts, wir sind jetzt hier in der nächsten Folge. Bei der letzten Folge hatten wir einen Wolf gesehen. Die Idee von euch oder von einigen von euch war, dass es der Dr. Jones ist, Sebastian, dass der das ist. Und wir werden gucken, vielleicht kommt er ja nochmal. Also los geht's. Lädt. Ja. Sebastian. Möglich ist das, ne? Warum sollte ich, guck mal, ich bin auf Logan gekommen, wieso sollte Logan das sein, ne? Ja. So, ich muss jetzt schnell etwas finden, was ich sagen kann, bevor die Situation unangenehm wird und sich Drogo auf die Socken macht. Wir sind hier beim Frühstück und die beiden Jungs schauen uns aber zu, wie er sich auf den Lippen umkaut, Alter. Ich komme darüber nicht hinweg. Ich schaue mit den Augen umher und grüble, was ich sagen könnte, als es dann einfach aus mir rausplatzt. Habt ihr auch diesen Wolf heute Nacht gehört? Einen Wolfe? Eine Elobo? Meinst du das Ernste? Ja, und wie? Ich entscheide mich für den Spottvariante. Nein. Ich mache Ihnen klar, dass ich das nicht witzig meine. Ich habe einen gesehen, als es dunkel wurde. Er stand unter dem Badezimmerfenster. Ich hatte den Eindruck, dass er sich hier auskennt. Drogo hört mir amüsiert zu. Alles andere hätte mich auch überrascht. Du bist doch schon an den Vampiren umgeben. Brauchst du jetzt auch nun er war ja anders, genau. Ich muss jetzt mal jetzt hinkommen wieder. Du bist doch schon von Vampiren umgeben. Brauchst du nun auch schon Werwölfe? Nur kleiner, nimmer satt? Das ist nicht gut. Er feiert regelrecht ab, bevor er mich aufmerksam mustert. Ich lege einen Finger auf meinen Mund. Muss er solche Sachen erzählen, wenn er mich auf solch eine intensive Art anguckt? Er steht auf und verlässt das Zimmer, ohne noch ein Wort zu sagen. Ich bin im Gesicht wieder mal rot. Und jedes Mal ist das Gleiche. Ich habe keine Ahnung, ob er nun im Guten oder im Schlechten vor mir wegläuft. Zunächst mal habe ich nicht von einem Werwolf, sondern von einem Wolf gesprochen, Dummkopf. Jetzt musste Peter lachen. Achtung, ich sehe, dass sie, der hat ja eine feine Gehore. Ich reagiere mich an Peter ab. Ich richte meine Wut gegen Drogo. Du hast recht. Auf keinen Fall sollte er sich aufregen und womöglich gar weinend weglaufen. Ich denke, du hast hier deine Ziele erreicht. Naja, das geht vorbei. Ich werde nicht ewig über all das grübeln. Ich stopfe noch schnell den Rest meines Croissants rein und stehe dann auf. Ich bin nicht so ein Croissant-Liebhaber. Wobei, wenn man so aufmacht, so ein bisschen und so ein Loch reinbohrt und die mit Nutella oder Honig füllt. Und dann ist, die Croissants sind immer so klein, ich mag nicht solche großen, riesen Buttercroissants, da stehe ich nicht so drauf. Aber dann schmeckt das schon richtig geil, ne? Oder Schokocroissants vom Bäcker. Okay, ich muss Laurie aufwecken. Okay, wir sehen uns sehr später. Nein. Okay, bis später. Als ich im Obergeschoss bin, atme ich tief durch und spreche mit mir selbst Mut zu. Laurie ist sowas wie meine tägliche Prüfung. Meine kleine Bürde mit Zopf. Jetzt können wir doch mal nach der Tür gucken. Bitte, lass sie nicht so grantig sein. Ich gehe in ihr Zimmer und laufe direkt zum Fenster, um die Vorhänge aufzuziehen. Laurie wacht auf und verzieht total niedlich das Gesicht. Oh, wie süß. Zum ersten Mal. Was ist denn da los? Ist es schon so spät? Ja, ich lege dir deine Sachen zurecht, während du dich duscht. Ich habe keine Lust. Ich hasse die Schule. Ich gehe heute nicht hin. Ignoriere das. Tut mir leid, Laurie, aber es bin nicht ich, die eine solche Entscheidung treffen darf. Ich mache dich fertig und bringe dich zur Schule, so wie es vereinbart. Das ist nicht fair. Oh ja, das Leben ist ungerecht. Ich versichere dir, dass du noch oft Gelegenheiten haben wirst, sowas zu denken. Oh, okay. So, wieder back. Habt ihr gar nicht mitgekriegt, ne? Und wenn ich Nikolai frage? Er ist schon früh am Morgen gegangen. Bleiben also nur noch wir beide. Ist denn Peter auch schon weg? Das ist blöd. Ja, also. Na los, kleine Furie. Ab unter die Dusche.
Welch Wunder, sie läuft tatsächlich ohne zu murren los. Ich habe sogar den Eindruck, dass ihr mein kleiner Kosename für sie gefällt. Währenddessen räume ich das Zimmer auf und tue die letzten Spielsachen dorthin, wo sie hingehören. Lori kommt hüpfend aus dem Bad und schüttelt überall Wasser hin. Nur, das könnte sie ja gerne machen, sie ist ja so eine Art Tier. Lori, du machst das alles dreckig. Fang mich. Sie rennt flink in allen Richtungen und nutzt dafür die übernatürlichen Kräfte. Es ist beeindruckend, wie sie mir aus dem Weg geht. Ruhig Blut, Lori, warte nur, wenn ich dich habe. Dann gibt's einen Jack voll. Ich muss letztlich laut machen. Ich knurre ein wenig vor mich hin. Es ist ja eh nur ein Kind, ne? So, meine Kinderchen, das war's wieder für heute. Ich hoffe, dass ich noch vor nächste Woche Samstag die nächste Folge rauskriege, weil eigentlich will ich damit immer zu Potte kommen. Also 3 waren schon angesetzt pro Woche. Bloß wie gesagt, es ist momentan einfach so, dass ich mich nicht fühle und dass ich in der Lage bin, irgendwie so ein vernünftiges, gutes Let's Play irgendwie dann hinzukriegen. Es muss ja auch Spaß bringen und es bringt ja nichts, wenn ich mich andauernd und permanent nachher verlese und verstotter und alles. Auf jeden Fall war's das wieder für heute und wir sehen uns. Ciao, ihr Mäuse. Mua!